Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Kings of Heaven. Ja, was hat es eigentlich damit auf sich? Ich bin einfach mal einem Community-User hier gefolgt, also in seinen Aufruf. Du kannst mal reinkommen und da ich mit dem Avatar nichts zu schaffen hatte im anderen Clan, bin ich einfach mal hier reingekommen und da ging die Farce hier auch schon ab. Also, oh, hier sehen wir den nächsten CK, aber wir gucken uns mal an hier, das Log ist echt krass, also es ist ein ganz, ganz neuer Clan und ich glaube, viele, viele Clans haben genau mit solchen Problemen hier zu tun, denn es sind während des Krieges hier schon einige gegangen, einige ist gut, es sind einige auch gegangen worden, also der Christian hier ist gegangen worden, der DFG ist gegangen worden und man hätte hier nämlich den Krieg gewinnen können, aber hier hat sich ganz zu Anfang halt so ein bisschen etwas abgespiegelt, denn hier sind, ja, ich meine, ich nehme ja immer, wie es kommt und so wie es kommt, so nehme ich meine Folgen auch auf. Also das dürft ihr mir überhaupt nicht nachsehen oder mir irgendwie krumm nehmen. Ich gehe in die Clans rein, nicht um die Clankriege hier jetzt unbedingt zu gewinnen, denn schöne Clankriege können auch verloren werden. Aber hier hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, die Leute. Also meine Herren, hier waren so ein paar, na, ich will es mal super sagen, Kids drin, die den ganzen Tag ihr Selbstmitleid nur verfolgen und so nach dem Motto, keiner hört auf mich und keiner nimmt mich wirklich wahr, ich bin ja so traurig und ja, das sind so echte Psychopathen hier, aber mit dem ich sie eigentlich zu tun hatte, waren schon nette Leute, denn hier im CK, also die mich im CK hier eingeladen haben und auch letztendlich den CK mit uns gespielt haben, waren schon bei der Sache. Sie sind auch nicht gesetzten Alters, aber sie sind alle ein bisschen, ja, sie sind sicherlich alle ein bisschen jünger als ich. Macht aber nichts, das gehört ja auch mit zu Clash of Clans dazu. Aber die Situation hier, ja, dann verlassen Leute natürlich den CK, weil sie dann halt sauer sind. Und ich finde das hier wirklich gut, dass der Harry hier mit den Ramböcken angegriffen hat. Denn das ist echt eine coole Truppe. Und die gab es ja noch mal ein paar Tage jetzt zum Event-Update, beziehungsweise zum Event-Geburtstag. Und ja, das ist eigentlich, überrennst du selbst so eine Base hier, außer die Clanburg, mit den Ramböcken. Das habe ich auch mal so festgestellt. Und deswegen waren das hier schöne 3 Sterne, denke ich mal, von Harry 3 auf den Fundy and Fajar, so heißt es. Und der Clan hier gegenüber hat es eigentlich nicht verdient, diesen CK hier von sich zu tragen. Denn nur wegen den nicht gemachten Angriffen hier von einigen ist es hier versäumt worden. Jetzt guck mal hier, die 14 ist versäumt worden. Ja, das ist ein 7er. Und hier waren etliche 8er Angriffe offen. Also eigentlich wirklich, wirklich schade. Letztendlich haben wir natürlich versucht, hier alle Sterne irgendwo rauszuholen und so hat der Pro-Gamer hier mit einem Go-Vibe angegriffen, länger schon nicht mehr gesehen, ein stinknormaler, so nenne ich es mal Go-Vibe hier, und aber dass das nach wie vor eine Angriffsstrategie ist, die man durchaus nutzen kann, das zeigt er uns hier mit dem Angriff auf die Nummer 8, okay, er ist ein 9er, ja. Aber er hat natürlich die Pekkas nicht höher als auch ein Level 8 und hat dazu eine Queen. Das muss man dazu sagen. Und er hat vermutlich auch, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, die Truppen schon auf 220 Truppen. Und so können die hier relativ behende durchlatschen. Auch mit den Golems, die sind hier schon auf 4. Das ist richtig schön. Und deswegen war das hier, denke ich mal, schon ein sinnvoller Angriff. Also unsinnvolle Angriffe konnten wir uns hier auch überhaupt nicht leisten, denn wir haben hier ja so ein paar Leute kompensieren müssen, und wenn du dann auch noch Leute kompensieren musst und sie greifen denn auch nicht im CK an, also die, ich nenne sie mal richtigeren Leute oder die wichtigeren Leute, das ist natürlich doppelt doof für den Clan hier. Und klar ist mir das hier zu Ohren gekommen. Ich habe das auch so hingenommen, aber letztendlich möchte ich euch
das nicht vorenthalten, das ist natürlich sowas auch in Clash of Clans. Es gibt nicht in Clash of Clans nur schöne Kämpfe und faire Kämpfe, sondern es gibt natürlich auch die Diskrepanzen, wenn die Clanmitglieder hier irgendein Problem haben und die Leute dann plötzlich liefen. Also, ja, es ist ein bisschen doof gelaufen, aber was willst du machen? Trotzdem haben wir hier, denke ich mal, unser Bestes gegeben. Und ich bin danach auch schon wieder weg. Das heißt also, ich werde gleich den Clan leaven. Und ich denke trotzdem, es ist eine nette Truppe hier. Also der Stamm hier ist nett und es ist ein neuer Clan. Und neue Clans haben es immer schwer. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, die Leute zu halten und zu festigen. Denn du hältst Leute nur und festigst Leute nur, indem du hier starke Member bietest, starke CKs bietest, und das machen die hier sicherlich, denn auch wenn hier ganz, ganz viel Rot ist im Lock, sie sind nicht verzweifelt, ja, sondern sie halten der Truppe hier wirklich stark die Fahne, finde ich auch gut, dass das so ist. Und wir sehen hier den Kronos auf den Hamdani, so heißt er, glaube ich, bei einem Angriff, ja, den ich eigentlich nicht so mag. Ja, das sind beides Truppen, die mag ich eigentlich gar nicht mehr, nämlich Valkyren und Erdbebenzauber. Ja, Erdbebenzauber ist nach wie vor ein Graus für mich, aber er hat das hier ganz gut gelöst mit den Golems und der Clanburg. Ah, ich muss gerade mal einen Schluck Wasser trinken. Ah, ich habe einen ganz rauen Hals. Und auf die Base hat er auch gesagt, ja, die greife ich eigentlich immer mit solchen Truppen. Kann ich auch verstehen, denn das ist so eine typische Farmbase hier, die man zuhauf hier in Clash of Clans findet. Die ist wirklich nicht gut, da hat er schon recht, dass er sie letztendlich immer dreiert. Und aber ein bisschen übertrieben hat er auch, denn am Ende waren auch nicht mehr so wirklich viele Truppen übrig. Aber es hat halt gereicht. Und der Zweck heiligt hier letztendlich die Mittel. Jetzt hat er noch drei Valkyren, ein Magier, eine Queen. Und die müssen sich jetzt um den Rest kümmern. Die Queen macht natürlich erstmal das Lager. Jawohl, erstmal die Ressourcen. Und jetzt erst den Bogenschützenturm. Aber er hat die Valkyren hier noch und nur noch punktuellen Schaden mit King und Queen. Und so waren das hier schöne drei Sterne vom Kronos. Ich habe natürlich auch irgendwo angegriffen und picke mir mal die, jetzt muss ich mal eben schauen, ja, die 8 raus. Ah, sehr unbequeme Base, auch für mich. Also, da ich ja nach wie vor ein starker Luftangreifer, glaube ich, bin, habe ich gedacht, das Ding hier machst du auch irgendwie mit Luft, irgendwie. Und so ein irgendwie Angriff ist das auch geworden. Denn ich hatte hier überhaupt keine Strukturen. Ja. Ich hab gedacht, die greifst du jetzt mal an. Ja, wie auch immer, also die wurde mir auch zugeteilt. Ich habe auch gesagt, jawohl, ich mache die 8 für, ich hoffe, sichere 3 Sterne. Und dann bin ich ja auch losgetrabert und irgendwie, also meine Truppen, die gehen hier ja kreuz und quer. Nur hier ist natürlich auch die Defense nicht so, na, ich will nicht sagen stark, aber sie ist hier so weit verstreut. Und ich wusste, dass meine Queen jetzt schon mal recht weit hier durchgehen kann, kriege ich jetzt erst die Clanburg, die giftig natürlich, und ich muss meine Queen jetzt auch schon zünden, denn sonst hätte ich die Clanburg an der Stelle nicht geschafft und ich hätte wieder irgendwie einen Drachen auf meine Loons und auf meine Hunde gehabt. Aber ihr seht das hier, wie behende das eigentlich vorgeht. Ich habe auch gedacht, oh, was ist das für ein Angriff? Naja, da machst du jetzt das Beste draus und Queen ist noch in der Mitte. Macht jetzt hier unten den Bogenschützenturm und jetzt bin ich von oben letztendlich mit meinem ersten Hund reingekommen und Loons. Das hat an der Stelle gereicht. Jetzt habe ich aber noch Clanburg. In der Clanburg hatte ich dieses Mal keine Bowler, sondern ich habe in der Clanburg Loons gehabt und lasse jetzt von der komplett gegenüberliegenden Seite nochmal einen Hund fliegen, der jetzt auch die Luftabwehr tankt. Und habe aber meine Loons komplett durchgeheilt und wusste eigentlich hier schon, yo, das ist ein Dreier. Ja, aber trotzdem, oh, super schwere Base hier. Ja, was heißt super schwer? Echt komische Base, so muss man es mal sagen. Und habe dann natürlich hier jetzt am Ende noch
die Queen verloren, ist aber nicht so schlimm. Ich hatte genug Cleanup-Truppen dabei. Da habe ich nämlich diesmal daran gedacht. Also mal 1, 2, 3, 4 Luckys mit reingenommen ins Gepäck. Und so waren das hier schöne 100% von mir. It's Ego. Ja, it's Ego. Aber so, jetzt muss ich mal eben schauen. Ja, 98% von mir. Ihr seht das hier, 98%. Ja, der Stern hat natürlich auch gefehlt. Macht aber nichts. Wir schauen uns hier oben die, ja, ich will es mal so benennen, etwas niedrigeren RH10er an. Das ist hier der Reed Master. Ist auch ein Stammmember hier und versucht hier die Clanburg zu locken. Kriegt aber auch nur einen Babydrachen raus und einen und zwei Loons oder drei Loons sind, glaube ich sogar. Und irgendwie ist in diese Base jeder über diese Ecke hier reingekommen. Das ist natürlich fatal, denn dort wird dich relativ schnell der Inferno hier aufs Korn nehmen. Und ich weiß gar nicht, was er da jetzt gefreezed hat. Ich glaube, es ist die Queen mit gefreezed worden. Kriegt jetzt aber hier noch so ein paar Valkyren rechts, links. Ja, da beschwert er sich. Warum laufen die alle nach außen? Ja, warum laufen die alle nach außen? Guck dir den Angriff einmal in 10 Wiederholungen an, dann weißt du, warum sie nach außen laufen. Weil die nächstgelegenen Ziele nicht mehr innen waren. Innen warst du schon zu weit. Und die Valkyren nehmen dann das nächstgelegene Ziel auf ihr Korn. Und wenn die außen liegen, dann rennen Valkyren nach außen. So ist das nun mal. Und er war zwar der Meinung, ja, eigentlich mache ich solche Bases oder viel schwerere Bases in meinen normalen Farmkämpfen immer mit 3. Und an irgendwas muss das ja gelegen haben. Also hier, finde ich, hat es an der Taktik gelegen. Also nochmal, seht es mir nicht nach, dass das hier auch so ein kleines Kritikvideo ist. Aber so geht das hier in den Clans teilweise ab. Und ich musste das einfach auch mal wieder miterleben. Level 1 Clan. Hier kriegst du halt die Truppen, die so kommen. Und was hat er jetzt eigentlich noch? Ja, okay, 73%, 0 Sekunden. So, was haben wir denn eigentlich hier oben? Ja, hier oben haben wir so einen sinnlosen Angriff vom Vincent. Ich hoffe, den haben sie entlassen, denn der hätte eigentlich die 11 angreifen sollen. Und so ist das. Es ist eine schwere Sache hier oben dann für solche Clans hier. Ich meine, hier, das ist immer ein 11er. Und nochmal, der Weedmaster hat es hier dann nochmal probiert, irgendwo vielleicht den einen oder anderen Stern rauszuholen. Aber sind wir ehrlich. Ja, wenn ich da unten schon wieder die Valkyren sehe. Ja, die Valkyren sind sicherlich was für 2 Sterne. Aber ihr habt das eben kurz in der Vorschau schon gesehen. Es wird auch nur ein Stern. Denn die werden gleich auch wieder, ja, so ein bisschen nach außen laufen oder vielleicht auch nach innen laufen. Ich weiß es gar nicht, worauf er eigentlich wartet mit den Valkyren. Denn mehr nach innen laufen können sie jetzt nicht, als dass sie es jetzt auch endlich tun. Ja, endlich machen sie es. Der Heilzauber, ich weiß zwar nicht, wofür er ist, aber okay. Es sind keine Infernos mehr da. Dann kann man den Heilzauber natürlich setzen. Ja. Entschuldigung dafür, das habe ich jetzt gerade missverstanden. Und so sind das hier oben ja trotzdem nur ein Stern geworden. Also vielleicht nochmal, vielleicht eine Valkyre weglassen und so ein bisschen für ja, den Snaggle hier sorgen. Das hat er zwar hier oben, aber der Snaggle, der reicht einfach nicht. Denn der Bogenschützenturm oben steht so, dass er sicherlich gleich, nachdem die ersten Gebäude weggemacht worden sind, sich die Truppen wegschnappt. Und ich weiß, dass der Bohrer nur einen gibt. Das habe ich ja leider mal erfahren in einem Video. Und wo es nur 48% jetzt hier werden, da ist der Bogenschützenturm ja. Ja, denn so ein Bohrer gibt einfach nur 8%. 1%. Ja, leider unglücklich verloren hier durch viele, viele unglückliche Umstände. Trotzdem ist das hier ein toller Clan. Und ich habe mich einfach gefreut, irgendwo ein CK mitzuspielen. Ihr wisst, mir ist das völlig egal, wo ich mit dem Avatar hier mitspiele. Aber trotzdem möchte ich gerne mal meine 125.000 für den King hier voll bekommen. Deswegen verlasse ich den Clan hier jetzt auch. Ich tippe das jetzt mal eben. Vielen lieben Dank für den CK und die Aufnahme. Ich ziehe mal weiter. Oh.
So ist es richtig getippt. Ja, ich ziehe mal weiter. Und ich gehe jetzt auch aus dem Clan raus. Der braucht noch ein bisschen Def hier. Die kann er nicht haben. Er kriegt hier nochmal zwei Egal von mir. Und der kriegt von mir 5 Magier. So, das ist gewesen. Ich ziehe jetzt weiter, denn ich habe andere Pläne, beziehungsweise ich war vorher schon in anderen Plänen. Das seht ihr aber in meinen nächsten Videos. Ich gehe erstmal raus und ich weiß, dass ich gleich auch wieder eingeladen werde. Von wem, das werdet ihr dann sehen in den weiteren Folgen, wenn es wieder heißt, der Toto clasht.